Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier wieder unterwegs und wollen die Insel befreien. Und zwar mit denen da. Die laufen wir noch dahin, genau. Zurückbezahlen, okay. Burgunden Geschenk von 30, auch schön. Hat England, Britannien hat England als neue Rivalen bestimmt, okay. Ja. Mein Darlehen, okay, das ist auch, da müssen wir auch dran arbeiten, ne? Finanziell ist das hier ziemlich schwierig, ne? Das ist, ja, viel Geld, würde ich sagen, was wir da verbraten zurzeit. 10,71. Ja. Haben wir hier noch Berater drinnen? Oh ja. Aber die müssen wir jetzt momentan gerade noch drinnen lassen, bis wir hier den entscheidenden Schlacht noch geschlagen haben, ne? Wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. So, haben wir einen Anspruch drauf? Ja, haben wir. Das bedeutet, wir brauchen Berater. Wen haben wir denn? Nein, Schottland und in Loire. Und das hier ist Beziehungsverbesserung in Spanien. Wie weit sind wir denn hier oben mit Schottland? Anspruch 35 brauchen wir. Haben wir erst 16, okay. Dann würde ich sagen. Warte mal, die Ansprüche stehen hier aber schon, ne, oder? Da haben wir einen Anspruch. Da haben wir einen Anspruch. Da auch. Orkney. Nicht. Okay, das machen wir dann in der zweiten Runde sozusagen. Da unten haben wir einen Anspruch. Gut. Das bedeutet, wir nehmen mal den von Schottland weg. Ah, Rechtsklick wäre richtig gewesen, ne? Und wenn der dann zu Hause ist, geht's hier hin. Krieg erklären. Eroberung von Neuseeland, ist klar. Schottland ist dabei. Bestätigen. Ein Befehlshaber ist gestorben. Warte mal, ist das der Befehlshaber hier? Tatsächlich. Gerade jetzt muss der sterben, ne? Okay. Aber der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Was hat er? Manöver 3. Fernkampf 1, Nahkampf 1, Belagerung 1. Gut, dann auf, Kameraden. So, das sieht doch ganz nett aus. Franzosen melden sich wieder. 84, lehnen wir ab. Oh, das sieht noch nicht mal gut aus, ne? Knapp gewonnen. Ziehen wir hinterher, oder? Okay. Okay. Gewonnen. Und rüber. Die Schotten sind da am Kämpfen. Warte, machen wir mal gerade Pause. Provence. Ja, machen wir. Also, nee, das, ja, lass die da stehen, das passt schon. Stehen die da besser eigentlich? Wegen verlieren wir Prestige. Unruhe global dazu. Unruhen brauche ich jetzt nicht. Wo ist Prestige? Aber das möchte ich auch behalten. Na, komm, nehmen wir in Kauf. Die Flotte. Unser Agent wurde entdeckt. Dann können wir den auch zurückziehen aus der Bretagne. Ah, da geht's auch noch. Dann halbieren wir die vielleicht. Weiß nicht. Oder reiben die sich so oder so auf? Nee, nicht mehr da. Doch, die reiben sich immer noch auf. Die aber nicht, ne? Okay. Lass mal gerade die dahin schicken. Gucken, ob das da besser läuft. So, kommen wieder ein Angebot der Franzosen rein mit 110. Die sind wieder zurückgelaufen, ne? Ich glaube, die haben es verstanden. Neues Angebot der Franzosen wieder. 42. Warte mal, wie viel sind denn das hier so? Ne, das ist mir zu viel.
Höhe von 35 akzeptieren wir. Was ist das? Provinzanspruch. Kämpfte Nachfolge ist auch klar. Ihr habt einen freien Beraterplatz, brauchen wir jetzt auch nicht. Hier können wir da noch Stabi senken. Aber auch nicht so viel, ne? Weiterlaufen lassen. Die reiben sich da trotzdem noch auf. Gibt es auch eine Stelle, wo die sich nicht aufreiben? Eigentlich müsste es hier sein, ne? Ne, reiben sich da auch auf. Landen sie mal an in London. Die 17 Truppenschiffe lassen wir mal da stehen. Der Anführer ist dran, na ja. Wie sieht's denn hier aus? Okay, Mauer schon durchbrochen, das kann nicht mehr lange dauern. gut, die Kosten der Infanterie sind gefallen, das ist schön. Und da können wir irgendwo was machen. Unterhalt Armee, das macht Sinn. Nehmen wir mit. Okay. Angebot der Franzosen über 105. Machen wir nicht. Gut. Was haben wir dann noch? Da haben wir noch. Verringern geht gerade. Machen wir. Also wir müssten irgendwie mal aus dem Krieg mit den Franzosen rauskommen. Ne? Das ist so ein richtiges Problem. Das ist... Aber was willst du machen, ne? Diplomat beibehalten, Kastilien ziehen wir ab, da kommen das. Und 84, und hier müssen wir im Keim was ersticken, was nicht geht. Auch gut, ne? Da sind wir gleich noch richtig schlecht dran, wenn die dann da kommen, oder? Gegen Lübeck, okay. Ansprüche erhoben. Naja, die werden uns jetzt dann gleich angreifen, ne? Können wir da was gegen tun? Das ist die Frage. Schiffe da. Ich glaube, ich hole sie wieder raus und bringe die lieber nach da, damit das eine Einheit ist. Ich weiß nicht, was die da jetzt vorhaben, aber wenn die schon Anspruch fingieren, die Bretagne, dann ist das nicht gut. 10 Truppen. Burgund. Mit wem sind die denn? Na, lass weiterlaufen. Wir haben sowieso gerade nicht die besten Karten dafür. Dieses muss jetzt hier mal fallen, ne? Sollte auch nicht mehr lange dauern, da ist es schon. Gut. Das ist jetzt 48. Ja. Das bedeutet, wir ziehen dann jetzt mal hier hoch und da besuchen wir jetzt den Schotten. Die Truppe kommt. Flotte hat da gewonnen. Okay. Machen wir wieder eine Einheit raus. Und da oben greifen wir die 2 an. So. Aberdeen. Oder Aberdeen. Haben wir geschafft. So, die teilen wir auf. Marschieren darüber. Und die marschieren noch darüber. Nee, warte mal, die bleiben erstmal da. Die müssen wir erst aufteilen. So, und dann. Gut. Könnten wir die auch noch aufteilen und nach Orkney bringen? Ja, geht wohl auch. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Shetlandinseln sind das. Da, wo die Ponys zu Hause sind, ne? So. Angebot der Franzosen. 110 ablehnen. Und jetzt müssen wir hier gerade nochmal gucken. Kriegen wir das? Nein, wir kriegen das nicht. Lutia. Das hat schon geklappt. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Okay. Okay. Das ist auch gut. Dann bringen die mal wieder dahin. Machen wir gerade Pause. Handelseffizient. Was haben wir hier? Erhalte 100 Dukaten. Korruption. Provinzhandelseinfluss global plus 10. Nee, das können wir uns nicht leisten, also müssen wir das nehmen. Ist da oben jetzt keiner hingelaufen, sehe ich gerade. Ging das nicht? Kann das sein? Doch, geht doch, oder?
44 möchten die noch haben. Burgund hat Nevis den Krieg erklärt. Schön. Dann kommen dann... Ah, das geht nicht irgendwie. Ja, komm, dann schick die dahin. Wir einen dann die da gleich. Weil wir auch irgendwann die Rebellen gleich kriegen, ne? So, machen wir gerade Pause. Verlieren 50 Diplomacht. Administrative erhalte 5 Prestige. Verlieren wir 5 Prestige. Können wir uns das leisten? Das ist die Frage, ne? Aber kosten minus 10 die Technologie. Nehmen wir. Bloß nicht akzeptieren. Weg damit. So, weiterlaufen lassen. Können wir da was machen? Wir müssen erst da gucken. Oh, das geht gar nicht. Wir benötigen die 100 militärische Macht. Um das hinzukriegen, dauert aber. Ja, das wird gleich nicht mehr schlappen. Ich denke, die werden dann erst rauskommen und dann vorher wir ja noch einen Punkt da haben. Zurückgeben. So, jetzt haben wir schon die 100, oder? Ne, 99. Ah ne, warte mal, ich habe falsch geguckt. Da habe ich geguckt, da muss ich gucken. 95 ist es. Einen Monat weiter müsste es gehen. Aber dann kommen sie auch raus, wahrscheinlich. So, da haben wir die 100. Rebellen unterdrücken, okay. Ja, und dann sind aber schon die nächsten wieder da. Aber das ist auf Dingens, ne? Französischem Boden, oder wo ist das? Limerick. Ich weiß nicht, wo Limerick ist. Das können wir auf jeden Fall abschließen. Das auch. Limerick, Limerick. La Bourde. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist gut. Marine-Tradition gestiegen. So, die können wir ein. Und dann müssen wir Aberdeen noch machen. 68% ist natürlich nicht schlecht, ne? So, das war's schon. 99. So, dann gehen wir mal in die Verhandlungen. Kicken wir erstmal die Dingens raus. Frieden verhandeln. Wir hätten gerne Aberdeen. Das und das. Und was gibt das? Schottland und Leinster. Ja, das ist aber nicht schlimm, wenn die das machen. Geht noch was? Mehr haben sie nicht. Machen wir hier noch. Brauchen wir nicht. Kriegsreparationen können sie noch bezahlen. Mit der Bretagne, das geht dann nicht mehr. Wir haben ein Bündnis mit der Bretagne. Okay. Die Kriegsreparationen sind weniger, ne? Gehe ich von aus. Dann ist mir das Bündnis mit der Bretagne eigentlich eher wichtig. Dass sie das nicht haben. Und Forderungen erheben. Gut. Das hat geklappt. Hol auf. Dann lass uns das gleich zu Kernprovinzen koren. Wunderbar. Gut, die marschieren erstmal hier runter irgendwo hin. Ich weiß noch nicht wo, aber erstmal da unten. Na, lass ins mittlere, ins Land. So, und dann gehen wir hier noch in die Friedensverhandlungen. Das hätten wir gerne. Und warte mal, Kriegsrund. Das ist klar. Ja. Wir haben einen Handelsschutzkriegsrund gegen Bremen. Okay. Ja, die lösen wir auf, ne? 203. Das kriegen wir und dann sind die von der Karte. Passt. Hol auf. Können wir auch noch bohren. Alles gut. Die Franzosen melden sich da noch. Oh, kein Geld.
Also das abtreten, Normandie abtreten, Bordeaux abtreten, Maine abtreten und Alençon abtreten. Und dann sollte ich Schottland wieder was zurückgeben. Nö. Die müssen wir dann noch weiter behandeln. So, da würde ich sagen, Diplomatie. Schöner Netzwerk aufbauen. Achso. Ja. Achso, der ist noch unterwegs. Aber die anderen sind noch bereit. Naja. Was macht das? Oh, 90%. Und die sind da oben. Ja, da können wir unsere Truppen gleich da in der Nähe lassen, ne? Das Korn war ja, ne? Ja, glaub schon, ja. Inverness, wo war das? Hier ist das, ne? Ja. Die werden da gleich rauskommen, da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Dann gehen wir gleich schon dahin. Und ist nur die Frage, wie viel da rauskommen und ob wir das dann schaffen, ne? So, das ist nur mit Frankreich. Das ist schwer genug. So. Ich glaube, wir bringen die mal nach da. Da kommen die Franzosen wieder rein. Mit 66 diesmal. Okay. Lassen wir weg. Da kann ich immer noch keine Maßnahme. Wie brauche ich? 66. Wir haben 37. Das ist zu wenig, leider. Kriege ich auch nicht ganz runter. Ein bisschen schon, aber nicht ganz. Okay, warte mal. Was haben wir denn da? Franzosen Friedensangebot machen wir erstmal weg. 63. Und dann hier haben wir dieses hier. Und macht das durch einen 4. Okay. Das kriegen wir. Missionsstärke plus 1. Toleranz, Heretiker minus 1. Bringt uns nicht wirklich was, aber mach auch, damit es weg ist. Was war hier? Oh, ein Truppenlimit 75 müssen wir haben. Was haben wir denn für Truppenanzahl? Ups, das war der falsche. Da müssen wir hin. 43. Ja, da müssen wir noch 10 Truppen ausheben, ne? Und das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier finanziell uns stärken, dass wir da aus der Misere rauskommen, Mann. So, das bedeutet, die Dame muss leider erstmal weg. Moralarmee, ja, würde ich gerne behalten, aber wir müssen jetzt sparen erst. Wir müssen jetzt aufs Geld gucken. Das sind 5,99. Wie sieht's hier aus? Ja, das müsste hier mal besser werden, ne? Da müssen wir auch noch richtig was tun. Ja. So, hier haben wir gemacht, das ist klar. Das ist Kulturen, Englisch, Normannisch, Gaskonisch. Ja, das ist jetzt erstmal nicht spielentscheidend. So, Inflation senken. Das geht 2% runter, wenn wir das machen. Naja, aber da haben wir nicht ganz so viel drauf, deswegen lassen wir das. Korruption. Ja, dann sind wir hier bei 0,41. Korruption steigt dann aber, ne? Ist auch klar. Was ist hier? Provence kriegt das wieder. Könnten wir dann senken. Zurück. Wir müssen hier Plus machen. Das geht anders nicht. Wir müssen dürfen nicht noch mehr ins Miese jetzt langsam mal gehen. Aber wir kriegen jetzt hier gleich die Leute hier. Das ist das Problem. Wir müssten sogar noch ein paar Soldaten ausheben, um auch noch die Dingen zu machen. Warte, da müssen wir hin.
Staatsmann, okay. Sechzig. Ist nur irgendwo was Kleines. Nicht wirklich, ne? 61, 61, 63, 62, da sind die Rebellen schon. 20.000. Okay, entdeckt. Das bedeutet, wir holen die da alle raus. 1, 2, 3, 4. Ja, die besetzen jetzt Aberdeen, ist klar. So. Und wir ziehen uns erst zurück, stärken unsere Truppe und gucken dann weiter. Anders geht das nicht. Weil anders schaffen wir das nicht. Mit 20 auf 20 brauchen wir nicht, weil unsere Truppen sind so schlecht. Ablehnen. Wieder mit den Franzosen, 21 Taler. Da kommen die Rebellen sogar jetzt schon runter. Jetzt tun wir die mal gerade zusammen machen hier. Und zurückzahlen den Kredit der Provence. Ja, wir machen das mal gerade, dass wir hier noch so ein paar machen, damit wir gerade auch noch die Aufgabe erledigen, ne? Was haben wir? 63 ablehnen. Rebellen erfolgreich. Ja. Die nächsten Rebellen stehen wahrscheinlich auch schon vor der Tür. Die können wir aber unterdrücken. Zurück, wie sieht es dann weiter aus? Hier sind auch noch logische. Ja. Wie viel brauchen wir denn noch? 75% von ist die Frage. 43. Waren das 43? Wollen wir gerade nachgucken. 43, 75%. 40 ist 30. Ja, da müssen wir jetzt sofort genug haben, ne? Dann, um die Aufgabe zu erfüllen. Okay. Ablehnen. Da muss jetzt gleich einer rauskommen und dann muss die Aufgabe erledigt sein, ne? So, immer noch nicht. 32 ist 75%. Kommt da noch wer? Nee. Kann aber nicht mehr viel sein, oder? Was sieht denn das hier? Ah, wir sind jetzt natürlich mit den vielen Soldaten da gerade am Minus machen, wahrscheinlich. Ja, aber das müssen wir jetzt gerade durchziehen. Da sind auch noch. Ne, die sind darüber gewandert. Naja, gut, okay. Okay. Gut, das mussten wir verlängern. Und jetzt kommen mal die letzte Truppe dazu, dass wir die 75% haben. Komm schon. So. Haben wir gemacht. Baugeschwindigkeit minus und das vor allem der Unterhalt. Das war das Wichtigste. So, dann lass die da noch rüberrücken. Picardie müssen wir erobern, das geht nicht. Päpstliche Beziehung, Konstruktion der Großen. Na, das ist bestimmt hier so voll schwer, ne? 20 Schiffe, da brauchen wir erstmal gar nichts machen. Das wird nicht klappen. So, und dann gehen wir hoch und müssen hier oben schauen, dass wir das wieder freikämpfen.
Ja, zurückbezahlen. Auch zurückbezahlen. Oh, wir können eine Debatte aufmachen. Die machen wir dann doch mal. Kostenberater minus 10. Inflation, Zinsen, Seeleute, Kosten, Kulturänderung. Verschleißarmee. Zack, schon geklärt. Oh, da will keiner mitmachen. 20 administrative Macht, machen wir. Marinetradition 5 weg, das ist nicht so gut. Nochmal. Prestige möchte ich nicht verlieren. Ah, geht nicht anders. 90% ist schon mal was, ne? Gut, okay, ich würde jetzt sagen, dann machen wir erstmal hier eine Pause, gucken zu, dass wir diese Ländereien wieder befreien und die 20 invernesische Nationalisten da bekämpfen und dann gucken wir weiter. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.